Hallöchen, meine lieben Freunde des Wurstsalates und willkommen zu einer neuen Aufnahmesession Let's Play Gothic 2 Die Nacht des Raben mit eurem Metzel. Ja, es geht endlich im großen Stil weiter. Ich habe heute endlich mal wieder schön viel Zeit. Ich kann endlich mal wieder im Voraus aufnehmen. Jaha! Diese 20-Minuten-Folgen sind ja schon immer ein bisschen deprimierend, muss ich ja sagen. Man denkt sich, oh, man hat denn so viel Zeit und da fällt mir doch was zeigen in der Folge. Und dann verkackt man immer tierisch. So, jetzt muss ich lachen, warum auch immer. Also, wir sind auf der Suche nach dem Auge Innos. Denn das wurde ja gekonnterweise bei uns aus dem Kloster geklaut. Irgend so ein Drecksack. Schnauze. Irgend so ein Drecksack namens Pablo, Pedro, ich hab's vergessen, hat das uns gemopst. Und deshalb, schöner Fluss. Und deshalb müssen wir uns das zurückholen. Was ist das hier? Bildschirmeinstellung, Moment. So, ich muss wieder hier Vorkehrungen treffen. Mein zweiter Bildschirm ist echt ein Nervkeks manchmal. Wo war ich stehen geblieben? Genau, er hat uns das Auge Innos geklaut und wir müssen es uns natürlich zurückholen. Ja. Jetzt können wir gerade mal gucken, ob wir Geld ausgeben können hier am Schrein. Vielleicht gibt Innos uns hier noch. Das gibt's ja nicht. Gluck, gluck. So, jetzt aber. Wie? Wieso? Innos, was soll der Scheiß? Was war das denn jetzt für ein blöder Mist, für ein blöder? Ich habe extra den Trank getrunken. Ist der Schrein verflucht? What the fuck? What the fuck? Gibt's doch gar nicht. Das darf nicht sein. Oh, wieder da. So ein Typ da. Besuff, dich, jo, besuff. Besuff. Windfaust. So, du fasst jetzt, Kollege. Und tschüss! So, aufladen, was geht? Na? Du wirst doch wohl sterben. Ha! Ich hab's doch geschafft! Ich habe ihn umgeboxt, bevor er uns endgültig vernichten konnte. Dies war ganz schön knapp. Also wenn es so weitergeht, habe ich auch keinen Mana mehr. Goblin-Skelett, leichte Wunden heilen. So. Was ich gerade sagen wollte, wenn das so weitergeht, dann... Was soll das werden? Was meinst du? Du bist jetzt schon der Zweite, der hier vorbei hast, als hätten ihn die Blutfliegen gestochen. Okay. Wer war der andere? Sah aus wie einer dieser durchgeistigten Novizen aus dem Kloster da hinten. Aha. Du kannst mir erzählen, was du willst, aber irgendwie sind die Burschen nicht ganz richtig in der Birne. Guck dir doch alleine mal ihre albernen Klamotten an. Damit würde ich mich nicht einmal bei Nacht auf die Straße trauen. Hast du dich schon mal im Spiegel angeguckt? Sehr vorsichtig, was du sagst. Ich war auch einmal Novize im Kloster. Du armes Schwein. Jetzt wird mir allerdings einiges klar. Und was? Nichts für ungut. Geh ruhig weiter. Reisende Leute soll man nicht aufhalten. Arschkeks, Ich will Manieren beibringen, dass er tot. Wo ist der andere hin? Er ist wie der Blitz den Weg da oben raufgerannt. Okay. Ich muss weiter. Hey, ich komme zu dir zurück. Das garantiere ich dir, Kollege. Da reden wir nochmal schön drüber. Belächelt der hier einfach einen Magier des Feuers. Was haben wir uns Mühe gegeben? Was haben wir studiert? Was haben wir hier Golems umgeboxt, um Magier zu werden? Und der belächelt das Ganze. Ich glaube, der braucht echt mal ein paar heiße Ohren. Wortwörtlich. Nächstes Mal, wenn er so einen Spruch drückt, dann tue ich dem eine Ladung Feuer um die Ohren hauen. Schon wieder so einer. Ach, das kann ja nur noch besser werden hier. Windfaust, wir speichern aber diesmal. Nicht, dass uns hier was passiert gegen den Kerl. Na komm. So, und jetzt. Bam! Und tschüss. Lebt er noch? Ne, er ist tot. Schade leider, dass wir die Erfahrung jetzt nicht bekommen haben. Da liegt wer. Was willst du? Sei ruhig. Du auch.
Nur weil ihr so rumliegt, heißt das nicht, dass ihr hier Krach machen dürft. Deshalb wird der. Das ist ein Novize. Was ist ein Novize? Das ist Ulf. Ulf? Hatten wir den umgelegt? Nee, gell? Wir hatten Ulf am Leben gelassen. Aber scheiße, jetzt habe ich dieses beklemmende Gefühl. Jetzt kann ich ja nicht mehr schlafen. Da liegt noch einer. Oder vielmehr fällt einer. Okay, ich glaube, wir sind auf der richtigen Spur, würde ich mal behaupten. Inos, hey, gib mir Kraft, den Scheiß hier zu überstehen. Immerhin haben wir schön Mana-Tränke diesmal. Zwar leider nur die kleinen, aber naja. Besser als nix. Zack. Na? Gibt's doch gar nicht. Was verfehlt der denn dauernd? Flitzpiepe. Da passieren kannst du. Sag mal, schon Geld. 900. Langsam wird's hier ganz knapp. Dem Kloster, ich glaube, das Kloster kann sich langsam über Novizenknappheit beschweren, wenn das so weitergeht. Die schenken aber auch wirklich Gott und der Welt immer die Novizen hinterher. Die, sag mal, die müssen doch langsam mal checken, dass die Novizen bei jedem Scheiß draufgehen. Da den hier. Leck, 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 leck. Ja, ich weiß, da ist die schöne Pyramide, aber leck. Leck, leck, leck. Passiert nichts. Gut. Mein Kind, schlaf endlich. Da ist noch einer. Jetzt sind wir ja hier oben. Ein toter Novize. Das habe ich jetzt auch schon mitbekommen. Da hinten hatte ich ja die... War ja für meine Prüfung gewesen, was ich finden musste. Ich bin also noch nicht... Blutdegen. Die hau ich um. Komm her. Box dich in die nächste, in die Wallerei. Ach, Schnauze. Du auch. Sonst noch einer? Nein, gut. Scavenger, Lurker, toter Novize. Was ist das da hinten? Eine Mine? Haben wir dieses letzte Mal gesehen? Schnauze. Scavenger, nicht mehr um. Mal hier ein bisschen dafür sorgen, dass wir nochmal Erfahrung bekommen. Wir haben ja einiges noch vor uns. So. Da geht's wieder die ganze Zeit los mit meinem Sir. Feuernesseln. Ja, das freut mir. So, was haben wir hier? Eine Ratte. Super, komm her. Die hau ich die Hucke voll. Komm her, aua. Hör auf. Blödes Mistvieh. Was sonst noch so auf mich wartet? Mama, ich habe Angst. Tür. Türen verheißen meistens nichts Gutes, zumindest für mich. Meistens heißt das so viel wie, du wirst gleich sterben. Ja. Was ist dahinter? Da tanzt ein Goblin. Okay. Ah, der Goblin kann da ruhig tanzen. Ich schlage vor, den boxen wir jetzt mal richtig um. Ei, guck, guck. Auch ein Krieger. Mehr nicht. So, sonst noch einer was? Sonst noch wer, Wilcher? Ja, du? Mehr nett? Mehr nett? Und dafür bin ich jetzt so Rambo-mäßig hier reingejumpt. Hm, wenn er meint. So, ein Lederbeutel. Oh, Steintafel. Steintafel, das ist natürlich ganz schön. Gucken, was für eine. Hoffentlich eine nützliche. Irgend so eine abgefuckte. Armbrustschützen, naja. Ich sag mal, besser als gar nichts. Wer weiß, ob wir jemals Armbrüste brauchen. Ja, eigentlich nicht, aber wer weiß, ob wir sie jemals brauchen. So. Da ist ja nicht viel drin hier, aber ich glaube, das ist eh noch für gedacht, wo man hier oben so erkundet. Also ich schätze mal, hier die Mine ist mittlerweile vom eigentlichen Findungslevel her, wo man sie finden sollte, weit unter unserem Level. Wenn man sieht, was hier drin ist. Also wir haben schon Schwereres umgeboxt, würde ich mal behaupten. So, wo geht's hier rein? Hier lang geht's nirgends so lang. Ah, da ist einfach nur ein eingestürzter Tunnel und da haben sie einfach nur verbarrikadiert. Gut. Damit kann ich leben. Damit kann ich ganz gewaltig leben. Da schauen wir noch, was sich hier hinter befindet. Guck, guck. Fleischwanzen. Hm. Mich juckt's Auge. Moment. Juck.
Schlösserknacken, verstehe ich. Da, wie immer. Kein Talent hat er. Kein Talent. Nicht ein bisschen. Wie viel Schuss habe ich noch? Zwei. Drei. Drei Schuss für zwei Löcher. Das langt nicht. Das langt nicht ganz. Da müssen wir nachhelfen. Klucki. So. Hingehen. Kaputt schießen. Adios, amigos. Komm her, Löcher. Schnauze. So, Löcher platt. Liegt hier noch irgendwas rum? Irgendwas Interessantes? Noch ein Löcher. War ja klar. Der gammelt an einem... Ey, lass den Novizen los. In Ruhe vielmehr. Tot ist er ja wahrscheinlich, so wie der aussieht. Da ist nichts zu holen. Ja, alles einsammeln. Ich glaube, ich habe mittlerweile so viele alte Münzen. Kann mal gucken. Sind hier nicht irgendwo aufgereiht auch? Ich meine, beim Hof des Großbauern war auch irgend so ein Pfosten, der hat die alten Münzen gesammelt, oder? 32 Euro lohnt sich ja nicht. Dafür extra dahin zu rennen. Ich brauche aber... Was sich definitiv lohnt, ist Honigtabak. Ja, immer. Honigtabak. Davon bin ich schwer überzeugt als absoluter Oberraucher vom Dienst, der ich ja bin. Aber Oberraucher, Prost, Männers. So, ein kleiner Schluck. So, hast du mir noch irgendwas zu sagen, weil ich so cool bin? Hey. Hast du irgendwas gesehen? Hast du einen Novizen hier vorbeikommen sehen? Hier sind eine Menge merkwürdiger Gestalten vorbeigekommen heute. So auch die beiden Geigen da oben bei dem Felsbrocken. Vorhin war auch noch ein Novize der Feuermagier bei ihnen. Okay. Felsbogen ist hier hinten. Da stehen so zwei Sittenstrolche, das ist definitiv. Haben die irgendwas Besonderes vor? Ich möchte jetzt nicht direkt mit der Tür ins Haus fallen und die abknallen. Gucken. Wollt ihr was von mir? Von mir hatte das nicht. Hallo. Wer bist du? Was soll denn das werden? Ein Verhör? Eine Idee. Ich hab dir nichts zu sagen, aber du kannst ja mal mit meinem Kumpel reden. Aber sei vorsichtig. Er mag keine Fremden. Okay, ich hab's Gefühl, der will aufs Maul. Ich suche einen Novizen. Das ist ja interessant. Wir suchen nämlich auch jemanden. Okay. Ach ja, wen denn? Dich. Was? Du wärst besser nicht hierher gekommen. Meinst du? Ihr sucht also mich. Das klären wir. Pass auf. Oh, haut einfach mal drauf, was ich kann. Wow. Wow. Also gut austeilen kann er. Das ist definitiv so. Komm, beschwer dich. Oh, danke für die Hilfe. Sehr gut, dankeschön. Danke. Sehr vorbildlich. Du arme Wurst. Hey, du. Hey, renn weg. Ich dachte schon, der wäre jetzt im Skript hängen geblieben. Das wäre es jetzt noch gewesen. Ja, zum Glück haben wir ja vorher gespeichert. Aber meine Güte, hat der einen Bums drauf, der Kerl. Nee, ich komme ins Skelett. Der hatte echt Power im Arsch. Muss ich ihm lassen. Okay, ich habe auch nicht gerade die Rüstung, die am allerstärksten in diesem Spiel ist. Zumindest was was Abwehr betrifft. Ich zeige halt gern, dass ich ein geiler Feuermagier bin. Das gehört einfach dazu. Das kann mir keiner verwehren. Wenn doch, Backenfutter. Dann guck doch woanders vorbei. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. So. Liegt hier sonst noch irgendwo irgendein fauler Novize rum? Nein? Nicht? Immer noch nicht? Immer noch nicht? Immer noch nicht? So, hier sieht man schon, hier wird es ein bisschen heiliger. Ich glaube, das habe ich aber schon mal gesagt. Als wir das letzte Mal hingekommen sind. Da, ein Suchender da drüben. Ich habe ihn schon gesehen. So, mehrere Suchende. Das wird jetzt wieder eine kleine Vergeudung unserer Mana. Aber ich habe so eine... Ich glaube, ich weiß, wie wir da jetzt am einfachsten draufhacken. Ach, da liegt doch. Da liegt doch was. Ein toter Novize. Da oben wird schon irgendwas
Blutrünstiges abgezogen. So, da ist der Suchende. Wie viele Suchende sind denn da? Ich box mal das Goblin-Skelett um. Oh, oh. Nein, ist er nicht. Ihr habt nichts gesehen. Da war niemand. Wie viel brauche ich noch? Ich hab's bald. Auf die Karte gucken, wo ich jetzt bin eigentlich. Also, da bin ich definitiv, wo ich hin muss, will, soll, kann. Wie auch immer. Genau, wie ich mir nämlich dachte. Da oben bei dem Steinkreis. So, dann heißt es jetzt. Ich schlage vor, wir machen das jetzt auf diese Art und Weise. Auf eine uns altbekannte. Die nicht. Also, die doch, aber die nicht. Ich werde jetzt erstmal... Obwohl... Nee, doch, ich glaube, ich mach's so. Ist, glaube ich, einfacher für mich. Heilpflanzen, 100 Heilpflanzen. Meine Fresse, wer soll die denn alle verbrauchen? Verbrauchen, bebrauchen, missbrauchen, wie auch immer. So, mal voll machen. Voll machen, voll machen. Und dann rennen wir mal hin. Der fasst jetzt erstmal hier oben. Na komm. Adios, amigo. Hallo? Der macht nichts, er macht nichts, das ist cool. Vor mir liegt ein toter Novize, das ist schlecht. Aber der Kerl macht nichts, das ist cool. Und vielleicht erwische ich ihn jetzt mit der vollen Härte meiner Faust. Bäm, umgenietet. Sehr gut. So, und jetzt kommst du ja oben dran, Kollege. Wenn man schon den ausschalten kann, desto besser ist es ja für mich. Suchen der? Ne, ach, da wollte ich ja gar nicht hinaus. Windfaust, die wollte ich jetzt haben. Adios, Muchacho. Wie? Wollte ich jetzt? Hast du jetzt geheilt? Du kleiner Drecksack. Der hat doch jetzt echt mal hochgeheilt, bisschen. Also die gute Nachricht ist, er ist ein bisschen verbuggt. Die schlechte Nachricht ist, er hat schon wieder geheilt. Das wollte ich nicht, die Windfaust. Na komm. Ja, wende dich mir ruhig zu. Ja, guck mal, was ich hier hab. Überraschung! Denk bloß nicht dran, dir wieder irgendwas reinzupfeifen. Weil da knall ich jetzt einer. Woo! Level up! Und ihr wisst ja, was das bedeutet. Das bedeutet, wir können uns eine Skelettrune machen. Yeah! Schwerer Ast, also von hier den Goblins. Noch ein schwerer Ast. Liegt hier noch irgendwas Interessantes rum, wenn hier schon die Goblin-Skelette rumgammeln? Scheint nicht, aber ich muss da oben noch aufräumen. So, der tote Novize, den nehmen wir mal aus. Der hat eine Wasserflasch dabei. Der hat man halt einen Mana-Trank dabei, hier die Pfeife. Drei von denen, Kerl. Ach du Heiliger. Soll ich da lieber erstmal Verstärkung holen? In Form von einer Skelettbeschwörung. Ach was, komm hier. Attacke, Angriff. So, Jung, kommen wir noch einmal zusammen. Darum jetzt... Attacke! Also, ich nehme mal einen ins Visier. Und dann machen wir Achterbahn. Ja, komm. Du bist ja so schön. Adios, Kollege. Irgendwas ist komisch. Ich weiß nicht was, aber sie reagieren komischerweise nicht auf mich. Okay, mir soll es recht sein. Das heißt nämlich, mehr Schaden für mich. Macht der Kerl einfach weiter, ich fass es ja nicht. Da boxe ich den von hinten einen ins Kreuz und der macht einfach weiter, da wo er aufgehört hat. Das treibe ich dem jetzt gerade mal aus. So, der ist weg. Nehmen wir nochmal hier zu uns. Ja, guck mal, plötzlich hören sie alle auf. Hä? Ja, jetzt habt ihr gemerkt, dass der Metzel hier ist. Dass der euch jetzt tierisch umboxt. Komm. Na komm. Und tschüss. So, viel zu dem. Da steht nur noch einer. Ein einziger Sack. Ist das mal geil oder was? Gucken, ob der Zauber trifft. Jo, hat getroffen. Boah, hat der einen Satz gedrückt. Er hat einen ganz schönen Satz gedrückt, der Kerl. So,
So, die 5, die Windfaust. Da ist er. Gleich nicht mehr. Hat er einen Trank gesoffen? Und tschüss.